Hallo und herzlich willkommen zu Joe's Minecraft 2.0, dem Projekt, das ich mit euch zusammen machen werde. Das heißt, wir versuchen viel auf Interaktion und sowas auszusein. Ich würde jetzt sagen, ich erstelle einfach mal die neue Welt, Joe's Minecraft 2.0, und schauen, was uns erwartet. Ich habe jetzt ein paar Mods zusammengestellt, auch so ein bisschen auf die Kommentare gehört, die sich in den letzten Monaten immer wieder unter Minecraft-Videos gefunden haben. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal um so ein wenig. Meine Hand ist durchsichtig. Warum auch immer. Okay, das haut... Oh ja, super! Da haben wir aber viel Platz bekommen. Okay, ich habe leider keine Minimap, was ein bisschen schade ist, meiner Meinung nach. Aber, es gab einfach keine für 1.7.10, die nicht abgestürzt ist. Und ich dachte, ich probiere mich jetzt hier trotzdem mal dran. Ich würde sagen, in der ersten Folge, ich mache das jetzt so wie ich es mir bisher überlegt habe, werde ich eigentlich nicht voraufnehmen, weil auch gerade ich im Moment hier noch viel Zeit habe. Unterwasseralgen. Mir dachte, ich nehme vielleicht immer eine, höchstens zwei Folgen auf und dann achte ich auf den Support quasi von euch. Also die Kommentare, die ihr schreibt zu USMC-Patcher. Wait, da muss ich wohl noch ein bisschen mein Texture-Pack bearbeiten. Ich würde sagen, ich lasse das dann bis dahin einfach mal raus. So. Why not? Ist auch unschön, weil mit Shader und so. Also ich achte dann immer auf die Kommentare von euch, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, was für Gesprächsthemen ihr vorschlagt, dass wir da auch immer vielleicht so ein bisschen so einen Talk machen und uns drüber unterhalten, was seit den letzten Malen passiert ist, in dem Weltgeschehen oder was euch einfach interessiert. Ist es egal, ob es jetzt politische Themen sind oder ob ihr in der Klasse irgendwelche Schwierigkeiten hattet oder sowas, worüber wir reden können. Das so ein bisschen ähnlich wie in Techland mit den Techloop-Fragen. Bloß halt einfach noch allgemeiner. Also es muss nicht mal irgendwas mit Techland zu tun haben. Ein Schmetterling! Hype. und deswegen würde ich sagen, wir gucken in der ersten Folge uns einfach mal so ein bisschen um und schauen, was uns erwartet. Hühnchen! Hört man hier flattern oder kommt mir das gerade nur so vor? Literally so cute. So cute, dass ich es umbringen will. Aber jetzt ist es weggerannt. Oh, eine Ente. Süß. Oh, ich freue mich gerade irgendwie voll drauf. Ich habe schon oft den... glaubt nicht, wie oft ich schon versucht habe, Joe's Minecraft neu zu starten. Und jedes Mal habe ich es dann doch irgendwie wieder gelassen. Pfeilchen. Gleich mal mitnehmen für meinen Garten später. Und außerdem wollen wir uns ja auch nicht gleich an den erstbesten Berg bauen, der uns begegnet, weil... Das ist noch ein Schmetter. Kann ich daran zoomen? Ja, kann ich. Yes. Okay, alles funktioniert. Super. Ich habe jetzt nämlich nochmal irgendwie alle Mods neu installiert und so ein bisschen geguckt, was... Ein Fuchs. Was ist das? Blätter? Offensichtlich. Und offensichtlich kann man sie nicht aufheben. Ein Dragonfly. Sind das nicht Libellen, glaube ich. Aber bei uns gibt es sie nicht in Rot. Das ist übrigens im Hintergrund der Sims-Soundtrack, weil... Keine Ahnung. Ich habe neulich mit meiner Schwester den mal wieder gehört und wir hatten so voll die Nostalgie und dachten, ja, das ist so tolle Musik. Zum Nebenher. Oh, ein Raccoon. Wie auch immer die auf Deutsch heißen. Okay, ich dachte, das funktioniert auch bei anderen Sachen als nur bei Tieren. Und schaut dann immer so, was ist das? Offensichtlich ein Nichts. Aber ich glaube, es ist ein Sonnenfahren sein oder irgendwie sowas. Nee, ich habe mir mit meiner Schwester den Sims-Soundtrack angehört und dann sind wir so ein bisschen in Nostalgie geschwolgen. Und dann dachte ich mir, muss ich das auch mal so ein bisschen an euch weitertragen. Der Wald hier gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, Jan. Es sind zu wenige Blumen. Ich würde so ein fettes Blumenfeld um mein Haus rum haben. Das fände ich schön. Aber hier ist irgendwie so nichts los. Und wie findet ihr übrigens meinen geilen hier... meinen Rahmen? Ich bin voll stolz drauf. Der sieht halbwegs annehmbar aus. Und wenn er euch zu groß ist oder sowas, kann ich ihn auch kleiner machen. Ich werde das jetzt wahrscheinlich sowieso noch 20 Mal in der Folge betonen. Aber wie gesagt, es ist ein Community-Projekt mit euch zusammen, wo ihr mir sagt... Was ist das denn? Eine große Katze! Sieht irgendwie eher aus wie ein Leopard oder so. Ich gehe auf jeden Fall etwas schneller mal weiter. Ich nehme noch so ein paar Pfeilchen mit für meinen Vorgarten. Oh, ich sollte vielleicht auch, wo wir gerade schon dabei sind, so ein bisschen Holz hacken, weil wir sind ja hier bekanntlich in Minecraft und ich habe irgendwie ganz vergessen, dass wir da auch verhungern können und sowas. Okay, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wovon ich es vorher hatte.
Ich glaube über den Sims-Soundtrack und dann habe ich den Faden verloren, weil ich von der großen Katze abgelenkt war. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe einfach mal weiter. Oh, ich dachte gerade, da drüben wäre Lava. Dramatic Lava Formation. Alles auf Englisch sagen, damit es dramatischer wird. Das war eine Dramatic Lava Formation. Genau, ich kann mal ein bisschen sagen, was ich für Mods dabei habe. Vielleicht kann ich auch einfach unten in die Videobeschreibung einen Screenshot vom... Oh, von den Mods posten. Der ist ja süß. Rentiere. Okay. Erfolg. Oh, upsie, das... How do I even Minecraft, ne? Kann ich das auch ausblenden, bitte? Dankeschön. Hier kann man eigentlich, obwohl, warte mal, hier kann man so ein bisschen sehen, was es alles gibt, das alles gibt es. Also wir werden vorerst erstmal genügend... Kannst du mal bitte ein bisschen leiser rumrülpsen? Dankeschön. Genügend Möglichkeiten haben, uns hier drin zu beschäftigen. Kann ich jetzt hier sagen, Inventar deaktivieren? Perfekt. Oh, geil. Das ist gerade Spotify-Überblendungswerbung. Was ist das? Eine Firefly. Okay, why not? Kann ich dich tot machen? Bleib stehen! Bleib stehen! Oh, komisch, wie das in der Luft einfach stehen bleibt. Das leuchtet auch. Oh nein! Bin ich jetzt... Nein, okay, weil da kam gerade dieses... Das ist nämlich noch was anderes, was ich installiert habe. Ich muss mal ganz kurz einen Moment hier was einstellen. So, und zwar, wenn ich Tiere umbringe das erste Mal, dann habe ich die Möglichkeit, mich in sie zu verwandeln, beziehungsweise werde in sie verwandelt. Eine Ratte, oh cute. Und deswegen werde ich das gleich mal ausprobieren mit einem Holzschwert. Ja, sorry. Okay, es scheint zu funktionieren, aber ich glaube nicht, dass ich mich daran verwandelt habe, weil es kein... Ah, oder ich muss irgendwas machen dafür. Wenn ich aber wüsste, was? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich muss jetzt mal kurz wieder... einen Soundtrack anstellen. So. Hier liegt noch eine... Oh Gott, Entschuldigung. Ah, sorry. Ah, du bist... Ist das eine... Ich wollte gerade fragen, ob das eine Schnecke ist, aber eine Schnecke kann doch nicht immer so schnell wegrennen, oder? Doch, das sind Schnecken! Oh. So süß. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was für eine Taste man drücken muss, um sich in die Tiere zu verwandeln. Bestimmt irgendwas wie R, T, Z, U, I, O, P, L, K, J, H. H! Nee. M, N, B, G, F. Oh, das heißt ja O, G, F, B. Was ist das? Ja, Escape. G? Ja, es ist G. Okay, gut zu wissen, dass ich weiß, wie man die Sachen macht. Aber... okay, das ist wegwerfen. Ich werde mal später gucken, was ich dafür benutzen kann, um mich in die Tiere dann auch zu verwandeln. Das wäre natürlich echt geschickt. Ich habe dreimal auf Holz geklopft. Ich glaube, es war schon ein paar Mal mehr. Dann machen wir jetzt nämlich noch eine Spitzhacke. Oh, und ich habe natürlich mein Crafting Table irgendwo stehen lassen. Crafting Table, wo bist du? Hier, ja. Machen wir jetzt mal hier eine Spitzhacke, damit wir Stein abbauen können. Oh, ist hier Dubstep-Shit schlechthin. Ich mach das mal weiter, das ist jetzt nicht so das geile Lied. Okay, ich brauche dich. Und weil es in 1.8 noch nicht ist, leider, weil 1.8 hat noch keine Shader und kein Nix, haben wir leider auch kein Fleisch davon bekommen. Aber immerhin, weil wir brauchen ja Wolle für die erste Nacht. So, das dürfte reichen. Mehr muss ich von euch nicht umbringen. Hier liegt eine Feder rum, ein weiterer Mod von mir, und zwar, also nicht von mir, dass Hühnchen umgebracht werden können. Oh, die ganzen Schmetterlinge sind schön. Dass Hühnchen Federn lassen können. Wahrscheinlich wurden sie vom Fuchs umgebracht. Was du das? Er hüpft hier nur unauffällig rum und versucht so zu tun, als wäre es nicht gewesen. Aber ich weiß ganz genau, dass er es war. Eigentlich wollte ich in der ersten Folge... Irgendwie habe ich das Gefühl, über diesen Berg sind wir auch schon mal gerannt. Und ich bin so slightly am Verhungern. Geben Füchse auch... Oh je, das ist aber ein bisschen blöd jetzt gerade. Geben Füchse denn auch Essen? Essen? Ich
guck mal. Hey, Fuchs. Aber nee, wir haben ja schon mal einen umgebracht. Fällt mir gerade um. Naja, die bringen nur Fell. Da ist schon wieder ein Schmetterling. Und eine Ente. Vielleicht bringt ihr Entenfleisch. Huch. Okay, jetzt kann ich mich offensichtlich auch in Enten verwandeln. Oh, eine Cricket. Irgendwie sind die alle gerade so ein bisschen am Wegglitschen immer. Cricket! Cricket! So, jetzt kann ich mich auch da rein verwandeln. Ich muss dann echt mal gucken, wie das geht. Das wird mich mal wirklich interessieren. Und auf welche Schwierigkeit habe ich das eigentlich gestellt gerade? Schwierigkeit einfach, ne? Ist ja schon... Obwohl... Naja, ich werde dann wahrscheinlich bis zur Hälfte verhungern, ne? Ja, wir gucken erstmal, weil ich dachte, friedlich wäre einfach, aber einfach ist einfach. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ist dieses Biom sehr groß. Oh! Habe ich da gerade ein Schwein erblickt oder kam mir das nur so vor? Hey, Ente. Hey, Adolf. Ich wollte Albert sagen und dann kam fast Adolf raus. Schweine! Yes! Und Norowal, tut mir leid, dass ich dich umbringen muss. Was ist das denn? Oh, ein Maulwurf. Okay. Why not? So. Nehme ich euch mal alle mit. Dich auch. Und dann sollte ich vielleicht schnell noch einen Ofen machen und ein bisschen Kohle. Damit wir nicht verhungern. Und weil Schweinefleisch bekanntlich... Oh nein, es wird auch noch Nacht. Oh, das ist Tragel. Gut, dann baue ich mich hier mal kurz rein. Hier soll dann natürlich nicht der Ort sein, an dem wir im Endeffekt auch bauen. Ich werde vielleicht einfach so zwischen den Folgen gucken, dass ich ein schöneres Gebiet finde, wo wir landen können. Und währenddessen könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, welche Themen wir besprechen sollen, wie das Haus aussehen soll, was ihr in der nächsten Folge so sehen wollt. Ich muss sowieso mal gucken, inwiefern die Rückmeldung dann von euch ausfällt. Also ob ich dann... Oh nein, ich habe mein Crafting-Table schon wieder irgendwo stehen lassen. Hey, Profi am Werk, würde ich mal sagen. So, okay. Dann machen wir uns schnell mal einen Ofen. Stellen den hier eiskalt daneben. Ich höre schon den ersten Zombie. Machen wir uns schnell Kohle. Oh, ich sollte es mit Erde zubauen. So. Dann kann ich mir nämlich auch noch ein Bett machen. Ich habe nämlich genau noch ein Bett übrig, quasi. Also ein, ihr wisst schon, ein Holz für Bett, so. Okay. Guck mal, wir haben es erfolgreich in die erste Nacht geschafft, ohne irgendwie komplett abzukacken. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal durchbrennen, legen uns in unser Bett rein, was wir erstmal hier so ein bisschen freiklopfen müssen. So. Dann muss ich mal gucken, wie weit ich bin. Okay, 13 Minuten. Ich kann noch ein bisschen. Ich kann noch in den nächsten Morgen. Es geht noch. Ist alles noch drin. You've been installed. Way, way, way. Okay. Das finde ich auch ein wenig unlogisch, dass das Zeug jetzt nicht über Nacht fertig geirrt hat. Na? Ich lache so ein Schwachsinn. Nehmen wir das mal raus. Esse so ein bisschen, dass ich nicht am Verhungern bin. Yummy, yummy Steak. Also, wenn ich 3 Steaks auf einmal essen würde, ich wäre nicht satt. Mir wäre kotzübel. Oh, ja. Hier, das ist eine, würde ich mal sagen. So, wo bist du? Ach, das sieht Sonnenaufgang. Was ist das denn? Sind das Maulwürfe, die schwimmen? Ja, witzig. Ich wusste nicht mal, dass Maulwürfe schwimmen können. Ich würde sagen, wir packen unser Zeug zusammen und suchen nach einem Ort für ein schöneres Lager, weil das ist jetzt hier nicht so das Gelbe vom Ei. So, du kommst mit. Okay. Du auch. Mit der Spitzhacke vor allem abzubauen, richtig sinnvoll. So, okay. Die besseren Werkzeuge können wir dann immer noch beim nächsten Mal bauen. Ich will jetzt endlich mal aus diesem Wald raus. Hier geht ewig lang hier. Das ist doch... Da hinten war irgendwas Besonderes. Das habe ich ganz genau gesehen. Okay, okay. Was ist das? Ein Schiff! Aber ob wir da hin wollen? Also eigentlich, ich meine... wir gucken es uns mal aus der Ferne an und dann sagen wir so, ja, dahin... Können wir später dann zurück, weil eigentlich sollten wir uns erstmal einen Platz suchen, wo wir uns ein Haus bauen. Wir könnten dafür natürlich auch ein paar Hühnchen töten, jetzt im Nachhinein fällt mir auf, weil die uns Federn geben würden. Und mit Federn könnten wir uns Flügel bauen. Flügel bauen! hat das schon wieder die Big Cat. Bin ich jetzt ernsthaft im Kreis gelaufen? Ich habe das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Kann es sein, dass das hier eine Insel ist?
Ich habe schon das Gefühl. Oh mein Gott. Ernsthaft? Das passiert mir jetzt schon? Noob. Oh, hier ist Kohle. Das nehme ich unbedingt mal mit. Wir faggeln. Und hier ist Lava. Aber ich will jetzt hier keine, keine Mining-Folge draus machen. Das können wir dann machen, wenn ich irgendwie ein gutes Gesprächsthema habe, worüber ich mich auslassen kann. Was ihr mir da in die Kommis schreibt. Das Wasser hier ist auch interessant. Why not? Okay, wir ignorieren die Big Cat und gehen jetzt einfach geradeaus in... die Richtung ist so karg. Ich dachte, die haben das irgendwie weniger gemacht, dass es nicht mehr so viel Lava... nicht mehr so viel Wasser gibt. Da drüben gehen wir auf die Insel. Die sieht nett aus. Und mal ein bisschen anders. Oh, das war mein Finger. Entschuldigung. Schwimmen wir weg von der einsamen Insel, die leichte Sonneneffekte macht und leicht glitchy ist. Ich geh jetzt da weg. Guck mal, man kann mit der Spitzhacke gucken, was da unter Wasser so alles ist. Eww. Und so nicht. Okay, das heißt, wir gehen mal besser wieder hoch. Über Wasser sieht es dann doch ein bisschen schöner aus. Guck mal, das da unten sieht ein bisschen nach einem Dungeon aus, oder das hat einfach nur noch nicht geladen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Shader. Ich hatte ja früher Marudo Plays, aber jetzt bin ich davon abgestiegen, weil der doch ein wenig arg bunt war. Und der hier ist schön dezent, nicht zu realistisch, weil die realistischen Shader so, Zeus Shader oder wie der heißt, die seitdem alle benutzen, den finde ich nicht so schön. Ich mag es dann doch ein bisschen wärmer und freundlicher und ein bisschen comichafter, aber dann doch nicht zu... Ja, mein Gott, alles ist zu geil bunt. Von daher, wisst ihr Bescheid. Jetzt gucken wir mal, was auf dieser riesigen Insel, die wir hier erklungen haben, so anzufinden ist. Gut. Nichts. Okay, ich würde sagen, ich schwimme mal off-cam weiter. Ich hoffe, die erste Folge hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welches... Oh, guck mal da unten. Welches Biom euch interessieren würde, wo ihr hingehen wollt. Was ihr sehen wollt, worüber ihr reden wollt, was ich bauen soll. Schreibt euch die Finger wund. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Was ist das denn? Ich würde sagen, das erkunden wir in der nächsten Folge von Joes Minecraft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschö mit Ö.